Wir schauen schon mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um die Pflege. Das Arbeitsministerium hat während der Pandemie ja das Arbeitszeitgesetz aufgeweicht. Das heißt, Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, denen kann es passieren, dass sie jetzt länger arbeiten müssen, kürzere Ruhezeiten haben und auch an Sonn- und Feiertagen arbeiten. Und die Linke hat hierzu zwei Anträge eingereicht. Einerseits möchte sie, dass die Pflegeberufe von dieser Ausnahme herausgenommen werden und dass eine Höchstarbeitszeit von 6 Stunden festgelegt wird. Und außerdem fordern sie eine Prämie in Höhe von 1.500 Euro für die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Wie gesagt, zwei Anträge gibt es dazu. Noch ist nicht klar, in welche Ausschüsse die überwiesen werden. Die Federführung ist noch strittig, so heißt das. Das wird nach der Debatte dann abgestimmt. Aber erst einmal geht es jetzt natürlich um die inhaltliche Diskussion hierzu. Dazu wird Susanne Ferschel sprechen. Sie ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion und auch Sprecherin für gute Arbeit. Noch wartet Petra Pau, bis sich alle hingesetzt haben. Das ist jetzt der Fall und deswegen geht es jetzt los mit der Debatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir alle schauen täglich auf die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Aber was bislang kaum öffentlich wurde, ist, über 11.000 Beschäftigte, die Covid-19-Patienten versorgen, haben sich mittlerweile selber infiziert. Und 17 sind daran verstorben. Und allein in den letzten 7 Tagen haben wir ein Plus von 1.100 Beschäftigten, die sich infiziert haben, völlig gegen den allgemeinen Trend. Und statt diese Beschäftigte weiter zu belasten und überlasten, ist es dringend notwendig, die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich auf 6 Stunden täglich zu reduzieren. Warum? Erstens, die Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege berichten mir, dass es Schwerstarbeit ist, in diesen Schutzanzügen zu arbeiten. Man ist in kürzester Zeit durchgeschwitzt und häufig fehlt dann auch noch das Material zum Wechseln. Zweitens, die Erfahrungen in Wuhan haben eines deutlich gezeigt. In dem Moment, als die Schichten auf 6 Stunden reduziert wurden, starben weniger Patienten und weniger Beschäftigte haben sich angesteckt. Erst diese konsequente Arbeitszeitverkürzung hat Patienten und Beschäftigte geschützt. Und bei uns findet genau das Gegenteil statt. Im Zuge der Pandemie kann per Verordnung in systemrelevanten Berufen die Arbeitszeit auf täglich bis zu 12 Stunden ausgeweitet werden, 72 Stunden wöchentlich. Und schon allein aus Gründen des Arbeitsschutzes muss dieser Wahnsinn sofort beendet werden. Deshalb sind die Pflegeberufe unverzüglich aus der Arbeitszeitverordnung herauszunehmen. Und die Arbeitszeit in der Pflege muss aber insgesamt reduziert werden. Ja, dafür benötigt man Personal. Und das gewinnt man durch attraktive, verbindliche Arbeitsbedingungen zurück. Fast 400.000 Fachkräfte haben nämlich diesem schönen Beruf den Rücken gekehrt und etliche haben sich in Teilzeit geflüchtet. Die Ursachen sind schlechte Bezahlung, aber vor allem Überlastung. Und um das zu ändern, reicht der Pflegebonus, der ist gut, aber er reicht nicht. Wir brauchen eine tarifliche Bezahlung, kürzere Arbeitszeiten und einen verbindlichen Personalschlüssel. Die Arbeitszeit in der Intensivpflege muss also schnellstmöglich und für alle anderen bis nach Ende der Pandemie auf 30 Stunden pro Woche verkürzt werden. Meine Damen und Herren, abschließend will ich Sie noch einmal daran erinnern, das Arbeitszeitgesetz ist ein Schutzgesetz. Und wenn Beschäftigte und Patienten in dem Maße gefährdet sind, dann muss der Staat eingreifen und diesen Schutz stärken. Wir haben hier in diesem Hohen Haus, und es ist noch gar nicht so lange her, den Pflegekräften stehend applaudiert. Aber das Danke, dass sich die Pflegekräfte von einem Parlament erwarten dürfen, sind gesetzgeberische Maßnahmen für bessere Arbeitsbedingungen. Vielen Dank. Sagt Susanne Ferschel von der Linksfraktion. Nächster Redner ist jetzt Lothar Riebsamen von der Unionsfraktion. Er sitzt im Ausschuss für Gesundheit für seine Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen,
Der Antrag der Linken wendet sich gegen eine Verordnung, die auf der Grundlage der Änderung des Arbeitszeitgesetzes entstanden ist. Diese Verordnung beinhaltet, dass im Notstand, wenn Leben und Gesundheit von Patientinnen und Patienten in diesem Land, in unseren Einrichtungen gefährdet sind, die Arbeitszeit ausgeweitet werden kann und die Ruhezeit verringert werden kann. Und diese Regelung ist an sehr, sehr enge Bedingungen geknüpft. Es muss ein außergewöhnlicher Notfall vorliegen oder die Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens muss in Gefahr sein. Ja, und in der Tat, das kann in diesen Corona-Zeiten vorkommen. Es kann vorkommen und kommt auch vor, natürlich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen selber in Quarantäne müssen, vielleicht Kinder betreuen müssen, der Kindergarten aber geschlossen ist, oder sie selber erkranken. Und für diese Situation brauchen wir diese Regelung. Ich kann nur sagen, wenn das nicht eine der wichtigsten Aufgaben dieses Bundestags ist und der Bundesregierung ist, in diesen Notzeiten zu handeln, dann weiß ich auch nicht. Wir haben unseren Eid darauf geschworen, Gefahren abzuwenden von unserer Bevölkerung und insbesondere natürlich von den Patientinnen und Patienten. Und so verstehen wir unsere Aufgabe in diesem Zusammenhang. Was fordern die Linken in dieser Zeit? Sie wollen die Verordnung durchaus weiter gelten lassen für alle anderen Berufe, für das ärztliche Personal, für das medizinisch-technische Personal, Physiotherapie und so weiter. Nicht aber in der Pflege. In der Pflege legen Sie in diesem Zusammenhang mit diesem Antrag auch noch den Auftrag vor an die Bundesregierung, die Arbeitszeit auf 30 Stunden um 25% zu senken nach der Krise. Ja, wenn man den Antrag liest, da ist man sich gar nicht mal so sicher, ob Sie das nicht gleich wollen, aber das haben Sie klargestellt, das wollen Sie nach der Krise haben. Da kann ich Ihnen nur sagen, das kann man wollen, aber das ist der falsche Zeitpunkt in dieser Situation, wo es eng zugeht in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen. Das ist der falsche Zeitpunkt und ich bin sicher, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege gerade jetzt, wenn Not besteht, helfen wollen und nicht die Ärzte und das andere Personal im Krankenhaus ihre Arbeit machen lassen wollen und sie selber nicht. Das wollen sie nicht haben. Sie wollen bessere Bedingungen. Sie wollen bessere Bedingungen, da komme ich noch dazu, das ist auch richtig so, aber in erster Linie wollen sie helfen. Und in Ihrem zweiten, weiteren Antrag geht es darum, zu unterstützen, dass wir endlich zu Tarifverträgen in der Pflege kommen. Kollege Riebsam, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Ernst? Ich möchte jetzt erstmal fertig machen. Ich komme zu dem Antrag, wo es um die Unterstützung für Tariflöhne geht. Ja, da bin ich voll bei Ihnen. Und wir haben am Mittwoch einen Antrag der Grünen beraten. Da habe ich auch schon gesagt, dass unsere Fraktion voll dahinter steht, dass Tarifverträge kommen. Wir haben im Koalitionsvertrag die konzertierte Aktion Pflege ins Leben gerufen. Wir haben die Pflegekommission gestärkt. Und das wichtigste Ergebnis in der konzertierten Aktion Pflege ist, dass wir zu Tariflöhnen in der Pflege kommen. Und deswegen haben wir ein Gesetz gemacht, letztes Jahr im November im Deutschen Bundestag beschlossen, für bessere Löhne in der Pflege. Und jetzt sage ich Ihnen mal, was Sie hätten tun können, um zu Tarifverträgen zu kommen. Sie hätten diesem Gesetz zustimmen müssen,
Das wäre doch der richtige Weg gewesen, anstatt ein halbes Jahr später anzukommen und einen Antrag vorzulegen, jetzt möge man doch diese Tarife unterstützen. Ja, was soll das denn bedeuten? Ich habe wirklich den Eindruck, dass es Ihnen gar nicht um die Pflege geht, sonst hätten Sie zugestimmt. Es geht Ihnen doch darum, sich zu profilieren jetzt in dieser Situation gegenüber der Pflege. Das ist der einzige Punkt, warum Sie diesen Antrag jetzt vorlegen, sonst hätten Sie dem Gesetz damals zugestimmt. Ich möchte noch einen Satz sagen zum Thema Mindestlohn. Wir haben jetzt mit diesem Gesetz, das ich erwähnt habe, wir können den Tarifvertrag nicht machen als Gesetzgeber, das wissen wir alle, das müssen die Tarifpartner tun. Aber was wir machen konnten, und das haben wir getan, zumindest mal als ersten Schritt jetzt, zum ersten Mal in der Geschichte einen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt für die voll ausgebildeten Pflegekräfte, für die Dreijährigen. Und zwar einen Lohn in Höhe von 2.678 Euro im Monat bei einer 40-Stunden-Woche. Und das entspricht in etwa dem Einstiegsgehalt einer Krankenschwester nach dem TVÖD. Da kann man sagen, hätte auch noch mehr sein können. Und ich bin froh, wenn der Tarifvertrag kommt, und es wird mehr. Aber das muss schon auch mal gesagt sein, dass wir das jetzt zum ersten Mal gemacht haben und dass das für auf die Schnelle, was wir als Gesetzgeber machen können, zunächst jetzt auch mal weiterhilft. Und zum Schluss, da sprechen Sie die Bürgerversicherung noch wieder an. Kollege Liebsam, Sie müssen den Schlusspunkt setzen. Ja, ich komme zum Schluss. Wir sind uns einig, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben, das sich bewährt hat in dieser Krise, und warum Sie ausgerechnet jetzt, wo es sich bewährt hat, dieses System abschaffen wollen, das bleibt Ihr Geheimnis. Wir wollen es nicht. Herzlichen Dank. Lothar Riebsam von der Unionsfraktion hat keine Zwischenfrage zugelassen. Deswegen gibt es jetzt eine Kurzintervention von Klaus Ernst von der Linksfraktion. Herr Riebsam, ich muss da noch mal nachhaken. Sie haben gesagt, es wäre jetzt der falsche Zeitpunkt, dass man in der Pflege die Arbeitszeiten deutlich verringert. Meine Kollegin hat darauf hingewiesen, dass insbesondere bei kürzeren Arbeitszeiten sich die Zahl derer, die an dieser Pflege dann auch als beschäftigt sterben, verringern würde. Jetzt kommen ja Ihrer Argumentation möglicherweise Folgen, dass man sagt, jetzt geht's nicht. Aber dann müssen Sie doch zumindest bereit sein, dass man, wenn dann die Krise vorbei ist, die Bedingungen in der Pflege so verändert, dass man auch wieder Leute zurückgewinnt in diesen Beruf, die diesen Beruf verlassen haben, weil sie es nicht mehr ertragen haben. Ich habe mich selber davon überzeugt, die Leute in der Industrie arbeiten, die eigentlich Krankenschwester gelernt haben. Wenn Sie also sagen, jetzt der falsche Zeitpunkt, dann müssten Sie sagen, wann wäre eigentlich für Sie dann der richtige Zeitpunkt, der das macht. Das wäre doch mal eine interessante Frage. Und es wäre ganz wichtig zu erfahren, Herr Riebsam, ob es nicht dann sinnvoll wäre, dass man, wenn man solche Leute zurückgewinnt und dann den richtigen Zeitpunkt vielleicht erreichen würde, ob man dann nicht jetzt ein Signal setzen müsste, welche Bedingungen die Leute dann vorfinden, ob sie dann wieder vernünftig bezahlt und auch vernünftige Arbeitszeiten haben, in denen sie nicht der Gefahr ausgesetzt sind, selber bei der Pflege zu sterben. Dann müsste man doch jetzt die Anreize bieten, dass die Leute wieder kommen in die Pflege und nicht, dass man so tut, als wäre das alles sozusagen von selber geregelt. Und das alles machen Sie nicht. Und deshalb sage ich, diese Rede war vollkommen am Thema vorbei. Sie haben das Wort zur Erwiderung. Entweder Sie haben mir nicht zugehört oder Sie wollten mir nicht zuhören. Ich habe Ihnen klar gesagt, dass wir einen Tarifvertrag in der Pflege wollen, dass wir sogar ein Gesetz dazu gemacht haben, dass dieser Tarifvertrag endlich kommt. Und ich habe Ihnen gesagt und Sie gefragt, warum haben Sie diesem Gesetz nicht zugestimmt? Denn genau in diesem Tarifvertrag regelt man die Dinge, die für die Pflege wichtig sind. Arbeitszeiten, Löhne, all das wollten Sie nicht. Da haben Sie, wie gesagt, dem Gesetz nicht zugestimmt. Und ich gehe davon aus, dass wir alsbald zu einem Tarifvertrag kommen. Wir haben den Druck ausgeübt mit diesem Gesetz. Wir üben den Druck aus. Sie appellieren nur, macht doch bitte einen Tarifvertrag. Wir machen ein Gesetz, wir üben Druck aus und wollen diesen Tarifvertrag. Und mit diesem Tarifvertrag werden wir auch die Dinge, die notwendig sind für die Pflege, auch erreichen. Aber keine Antwort.
Das Wort hat der Abgeordnete Detlef Spangenberg für die AfD-Fraktion. Detlef Spangenberg ist Sprecher für Gesundheitspolitik seiner Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Arbeitszeitverkürzung, 6 Stunden Schichten retten Leben. Ja, meine Damen und Herren, keiner in diesem Hohen Haus wird auch nur in Ansätzen die gewaltige Arbeit dieser von Ihnen benannten Berufsgruppe in Frage stellen. Die Arbeitszeitverordnung in § 3 und 6 legt ja die Erhöhung fest in besonderen Situationen. Wir hatten früher 10 Stunden, jetzt sind es 12. Wobei wir allerdings ab 60 Stunden pro Woche gehen und nur die 72 Stunden, die Sie erwähnt haben, ja noch mal eine besondere Situation bedeuten. Das nur zur Korrektur. Die Verordnung zur Abweichung infolge der Covid-19-Epidemie erhöht sich somit auf 12 Stunden. § 1, Absatz 1, Satz 1. In § 2 werden dann umfassend die Berufe aufgeführt und in Absatz 2, Nummer 2, die Pflege und Betreuung. Alles, wie gesagt, begrenzt auf die eben genannten Stunden, gilt für Energie, Landwirtschaft, Sicherheit, Ordnung, Apotheken, Medizinprodukte, Transport und so weiter und so weiter. Meine Damen und Herren, das ist ein totaler und ganz klassischer Schaufensterantrag. Oder auf Ihre Worte, meine Damen und Herren, es ist ein populistischer Antrag. Sie nehmen immer so gern das Wort populistisch rein. Denn Sie fordern auf, ungenutztes Potenzial in Deutschland für die Pflege zurückzugewinnen. Die Forderung hat die AfD schon längst aufgestellt. Da haben Sie immer dagegen gestimmt, weil Sie in der Ideologie gar nicht aus Ihrem Kasten rauskommen, meine Damen und Herren. Das sagt genau der Richtige, lieber Kollege. Sie haben doch gar keine Ahnung von dem Thema. Sie fordern auf... Sie stellen fest, dass... Passen Sie mal auf, jetzt will ich Ihnen mal eine ganz weise Feststellung von Ihnen mitbringen. Sie stellen fest, dass weniger als eine 12-Stunden-Schicht besser für Beschäftigte und Personal ist. Eine weise Feststellung. Das haben wir ja alle überrascht. Also das ist eine ganz tolle Einsicht, meine Damen und Herren. Ja, aber jetzt noch mal zurück. Diese Mahne gilt doch nur entsprechend Covid-19-Verordnung vom 10.04. begrenzt für eine besondere Situation. Also es ist eine Ausnahmeregelung für alle in § 1 aufgeführten Tätigkeiten. Das heißt, die andere passt doch gar nicht zu der Regelung. Das passt doch, die Forderungen, die Sie aufstellen, müssen Sie doch unabhängig davon stellen. Sie wollen doch eine generelle Arbeitszeitverkürzung und nicht eine Arbeitszeitverkürzung in dieser besonderen Situation. Da brauchen wir doch die Leute. Was wollen Sie denn machen, wenn die Situation da ist, wenn ein Unwetter irgendwas ist? Da müssen doch die Leute ran. Das ist nun mal eine Einschränkung für alle. Machen Sie natürlich nicht den Antrag stellen, hätten Sie machen können. Aber natürlich, jetzt wollen Sie die große Fürsorgepartei demonstrieren. Und was ist mit den anderen Berufsgruppen? Interessiert Sie nicht, ist im Moment nicht aktuell, keine ideologische Wirkung, nehmen Sie nur die Pflegekräfte raus, ganz klar. Also, wenn Arbeitszeitverkürzung, dann muss die unabhängig sein und außerhalb gestellt werden. Wenn Sie das Pflegepersonal allein als hier zu benennende Berufsgruppe bezeichnen, können sich andere Berufsgruppen natürlich auch Ihnen angestellt fühlen. Was ist mit den Kraftfahrern, die tagelang an den Grenzen in ihren Kojen hängen? Was ist mit denen? Was ist mit Polizisten, Beschäftigten in der Landwirtschaft? Interessiert Sie alles nicht, im Moment nicht das Thema. Wenn Sie eine derartige Verkürzung in der Regelarbeitszeit fordern, müssen Sie auch etwas zur Finanzierung sagen. Denn Lohneinbußen dürften wohl kaum im Sinne der Beschäftigten sein und dort ankommen. In der Begründung fordern Sie die Lösung nach Beendigung der Corona-Krise. Das ist für mich der größte Widerspruch. Dort sind Sie doch gerade belastet. Da müssen Sie doch sofort sagen, jetzt muss es geändert werden. Jetzt haben die 12 Stunden. Jetzt müsste es sein. Machen Sie nicht. Nach der Krise wollen Sie es machen. Gibt doch gar keinen Sinn, was Sie hier beantragen. Also, letzter Satz. Meine Damen und Herren, ein Antrag zusammengeschustert, ohne finanzielle Absicherung, ohne Beachtung anderer Berufsgruppen, allein um Anerkennung zu erhalten. Wenn Sie wirklich was für die Menschen tun wollen, hätten Sie das schon lange beantragen können oder die AfD unterstützen können. Vielen Dank. Sagt Detlef Spangenberg von der AfD-Fraktion. Der Bundestag diskutiert über 2 Anträge der Linksfraktion zum Thema Arbeitszeitenregelung und Prämie für Menschen, die in der Pflege arbeiten, also diejenigen, auf die es momentan besonders ankommt. Heike Behrens jetzt von der SPD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der Pflegebonus für alle in der Langzeitpflege ist hoch verdient und ein starkes Signal in Ausnahmezeiten, aber Pflege verdient mehr. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, freue ich mich sehr, dass Sie meine Rede, die ich hier in der letzten Woche an diesem Pult gehalten habe, sehr ernst genommen haben und in Ihrem Antrag ja fast wortwörtlich aufgenommen haben. Ein Bonus ist gut. Ich wiederhole es gerne. Ein Bonus ist gut,
Aber echte Anerkennung wird es erst geben, wenn sich alle auf eine gute Tarifbezahlung und bessere Arbeitsbedingungen verlassen können. Denn die Leistung der Pflege, auf die im Moment alle Scheinwerfer gerichtet sind in diesen Corona-Zeiten, diese Leistung erbringen die Menschen, die in der Pflege tätig sind, immer. Und das 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Und es ist gut, dass jetzt diese Leistung auch wahrgenommen wird, denn sie wird mit viel Empathie, mit hoher Fachlichkeit, aber eben auch mit viel Druck im Kessel erbracht. Und deshalb wollen wir die Pflege stärken. Das haben wir vor Corona getan und das werden wir in der nächsten Zeit genauso konsequent weiterverfolgen. Sie fordern in Ihrem Antrag die Bundesregierung auf, die Tarifpartner zu unterstützen. Ja, das hat die Bundesregierung schon getan und wir haben es hier in diesem Parlament beschlossen. Herr Riebsam hat es eben noch mal dargelegt. Der Gesetzesrahmen, um eben tatsächlich zu ordentlichen Tarifverträgen in der Pflege zu kommen, der ist von uns geschaffen worden und jetzt sind die Tarifpartner gefragt, dieses auch umzusetzen. Aber was die meisten Pflegekräfte sich am allermeisten wünschen, das sind eben mehr Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb haben wir die Fachleute beauftragt, uns dafür Vorschläge zu machen. Und das Gutachten von Professor Rothgang liegt vor für ein neues Personalbemessungsinstrument. Und solche bedarfsgerechten Personalschlüssel müssen jetzt kommen, denn wesentlich mehr Kräfte sind nötig. Das ist bei diesem Gutachten herausgekommen. Und dass die politische Umsetzung schnell eingeleitet werden muss, das werden wir auch in Corona-Zeiten nicht vergessen. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch hohen Respekt vor dem, was aktuell im Bundesgesundheitsministerium geleistet wird und habe deshalb auch Verständnis, dass dieses Thema ein bisschen zurückgestellt wurde. Aber auch heute möchte ich appellieren an den Herrn Minister und hoffe, dass der Herr Staatssekretär das so mitnimmt. Ja, wir müssen über die Ergebnisse dieses Gutachtens zeitnah reden, denn wir brauchen tatsächlich bessere Personalschlüssel in der stationären Pflege. Sie haben in Ihrem Antrag das Thema private Anbieter noch mal besonders herausgehoben. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns klar machen, wir müssen Unterschiede machen zwischen denen, die frei gemeinnützig arbeiten und damit die Verpflichtung haben, ihre Überschüsse, die sie erwirtschaften, auch wieder in die Pflege hineinzustecken und damit die Qualität der Pflege zu verbessern. Und denen, die als Privatanbieter tatsächlich auch Gewinne ausschütten können an Investoren, das sehen wir kritisch. Denn Renditen dürfen nicht auf Kosten von Pflegebedürftigen oder Beschäftigten erwirtschaftet werden. Aber pauschale Forderung, wie Sie sie hier geäußert haben, dass alle Privaten sich an den Bonuszahlungen beteiligen sollten, das funktioniert so nicht, wäre nicht verfassungskonform und auch nicht in dieser Form gerechtfertigt. Denn viele kleine inhaberbetriebene Einrichtungen und vor allem auch ambulante Dienste, die mit viel Herzblut und oft dem Einsatz der ganzen Familie Pflege leisten, haben genauso wenig Rücklagen wie frei gemeinnützige. Und auch sie arbeiten aktuell unter enormer Belastung daran, die Versorgung pflegebedürftiger Menschen bei uns im Land aufrechtzuerhalten. Nein, sie können den Bonus nicht zusätzlich stemmen. Und deshalb fordern wir von den Bundesländern, dass sie tatsächlich diese 500 Euro übernehmen. Bund und Land Hand in Hand und steuerfinanziert. Das ist richtig für diesen Pflegebonus. Aber, und das will ich auch noch sagen und damit auch an den Arbeitgeberverband des Bundesverbandes der privaten Arbeitgeber appellieren, große kapitalgetriebene Pflegeketten sollten, bevor sie Renditen an Anleger ausschütten, die Leistungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anständig honorieren.
jetzt mit der Corona-Prämie, aber danach endlich damit, dass sie anständige Löhne zahlen und Tarifverträge schließen, und zwar für alle Beschäftigten in der Pflege, nicht nur für die Pflegekräfte. Ich komme zum Schluss. Pflege ist ein wesentlicher Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, und deshalb arbeiten wir als SPD mit aller Kraft an guten Tarifbedingungen für mehr Personal und vor allem für gute Arbeitsbedingungen in der Pflege, denn das verdient die Pflege. Vielen Dank. Gerade gestern hat ja der Bundestag die Corona-Prämie für Pflegekräfte beschlossen. Bis zu 1.000 Euro gibt es vom Bund. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Bundesländer auch aufgerufen, diese Prämie nochmal aufzustocken. Wieland Schinnenburg spricht jetzt vor der FDP. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, in diesen Tagen kann man oft hören, die Pflegekräfte sind die Helden der Corona-Pandemie. Das stimmt. Das war nur die halbe Wahrheit. Die Pflegekräfte sind schon seit langem die Helden. Sie waren lange vor Corona, haben sie eine tolle Arbeit geleistet. Und im Namen der Freien Demokratischen Partei möchte ich mich ausdrücklich bei allen Menschen bedanken, die in der Pflege arbeiten. Sie machen eine tolle Arbeit und sie sind systemrelevant. Vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, ich war 5 Jahre, habe ich als Zahnarzt in einem Pflegeheim Arbeit geleistet, betreut, und habe das aber sehr genau kennengelernt, wie es dort zugeht. Dort ist eine sehr harte Arbeit, eine körperlich harte Arbeit, aber auch eine seelisch harte Arbeit, weil sie mit Menschen zu tun haben, denen es nicht gut geht. Die Menschen, die dort arbeiten, werden von Bürokratie belastet. Immer mehr Energie wird nicht auf die Pflege verwendet, sondern auf Häkchen machen. Aber, meine Damen und Herren, ich habe auch festgestellt, dass man aus dem Pflegeberuf auch schöne Dinge ziehen kann. Ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass mich ein Computer dankbar angelächelt hat. Ich habe es aber schon oft erlebt, dass Menschen, denen es schlecht geht, denen ich geholfen habe, dass die mich dankbar angelächelt haben. Deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie uns den Beruf des Pflegers nicht schlecht machen. Es ist ein toller Beruf, der uns Unterstützung verdient. Das muss immer wieder deutlich gemacht werden. Ansonsten müssen wir nicht wundern, wen ihn keiner aufnimmt. Die FDP hat wiederholt, insbesondere durch die Kollegin Westlich hier und an anderer Stelle, Vorschläge gemacht, wie wir konkret den Menschen in der Pflege helfen können. Hier ist nicht die Zeit, das alles aufzuführen. Lassen Sie mich 3 Punkte nennen. Erstens, der Bürokratieabbau. Menschen, die Pfleger werden wollten, haben das nicht deshalb entschieden, weil sie Formulare ausfüllen wollten, sondern weil sie Menschen helfen wollten. Und da müssen wir zurückkommen, dass die Menschen wieder das tun können, was sie eigentlich tun wollten. Zweitens, wir müssen den Personalmangel bekämpfen. Die FDP fordert seit Jahren ein echtes Einwanderungsgesetz. Es bezieht sich nicht nur auf die Pflege, sondern auf alle Berufe, aber eben auch auf die Pflege. Die Bundesregierung war bis heute so nicht in der Lage. Wir brauchen endlich ein Einwanderungsgesetz, dann helfen wir auch den Menschen in der Pflege. Der dritte Punkt, wir müssen die stationäre Pflege entlasten. Das können wir dadurch tun, dass Menschen länger zu Hause bleiben. Dazu brauchen wir entsprechende Technologie, aber vor allem brauchen wir eine verlässliche Kurzzeitpflege. Solange wir die nicht haben, werden Menschen viel zu früh in die stationäre Pflege geben und diese überlasten. Lassen Sie uns für eine vernünftige und verlässliche Kurzzeitpflege sorgen, meine Damen und Herren. Dies sind alles und noch viele mehr vernünftige Vorschläge gibt es. Und dann kommt der Antrag der Linken, meine Damen und Herren, ich bin bestürzt über das, was dort drin steht. Sie fordern ernsthaft angesichts des Personalmangels eine Arbeitszeitreduzierung auf 30 Stunden. Natürlich ohne vollen Lohnausgleich. Dass Sie nicht über Kosten reden, das kennen wir von Ihnen. Lass ich mal weg. Ich frage mich nur, was ist die Folge einer 30-Stunden-Woche von Pflegekräften? Entweder eine enorme Arbeitsverdichtung für die Menschen, die dort arbeiten. Das wollen wir doch nicht ernsthaft. Oder Patienten bleiben unversorgt. Meine Damen und Herren, wir als FDP lehnen beides ab. Dann haben Sie ernsthaft eine Gewinndeckelung eingeführt für private Anbieter. Meine Damen und Herren, das ist absolut kontraproduktiv. Ich möchte erreichen, dass es interessant ist, Geld in Pflegeeinrichtungen zu investieren. Wenn Sie eine Gewinndeckelung einführen, geht das Geld woanders hin. Die Folgen wollen Sie auch nicht ernsthaft, meine Damen und Herren. Das hört sich sozialistisch gut an, ist aber absolut kontraproduktiv. Herr Kollege Schinnenburg, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke. Von wem? Ja, ja. Frau Kollegin Zimmermann. Nein, Ferschel, Entschuldigung. Vielen Dank, Herr Präsident. Danke, Kollege Schinnenburg, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass Sie unseren Antrag insbesondere zum Thema Arbeitszeitverkürzung ablehnen. Und ich möchte fragen, wie Sie, also Sie haben ja die Zahlen gehört, dass es eine Zunahme der Infektionen, insbesondere im Pflegebereich gibt, bei den Menschen, die Patientinnen und Patienten auf der Intensivpflege, die an Corona erkrankt sind, dass sie selber sich infizieren.
Und Sie haben auch gehört aus den Erfahrungen in Wuhan, was im Übrigen auch keine neue Erfahrung ist, weil es auch schon andere Studien gibt, die belegen, dass sowohl die Gesundheit der Patienten profitiert, als auch natürlich die Gesundheit der Pflegekräfte, wenn die Arbeitszeit sich reduziert. Gibt es Erfahrungen in Schweden mit Modellprojekten? In Österreich wird über eine Arbeitszeitverkürzung diskutiert. Aber wenn Sie diese beiden Erkenntnisse haben, dass die längere Arbeitszeit zu mehr Infektionen beim Pflegepersonal führt, was ist denn dann Ihre Antwort darauf, wie Sie damit umgehen wollen? Dann können Sie doch nicht tatenlos zusehen, dass die Arbeitszeit verlängert wird. Dann machen Sie bitte einen konkreten Vorschlag, wie Sie mit dieser Situation umgehen. Frau Kollegin, zunächst einmal bin ich sehr dafür, alle Maßnahmen zu ergreifen, die sowohl Patienten als auch Pflegepersonal schützen. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Es wäre ja schön, die Arbeitszeit zu reduzieren. Wenn wir 50.000 Pfleger auf der Straße stehen, die wir einstellen können, um die Lücken zu schließen, dann können wir es vielleicht gerne machen. Es gibt ja jetzt einen großen Personalmangel jetzt. Und dann zu sagen, wir kürzen die Arbeitszeit der wenigen, die da sind, das ist absolut kontraproduktiv und nützt uns auch nichts bei der Frage, ob ich Schutz vor Infektionen. Das ist genau völlig falsch. Meine Damen und Herren, der dritte Punkt, den ich erwähnen wollte, Sie kommen ernsthaft auf die Idee, eine Einheitsprämie zu zahlen. Corona-Prämie. Die vollzeitbeschäftigte Fachpflegekraft soll das gleiche kriegen wie die teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft. Ja, meine Herren, das gab es doch nicht mal in der DDR, diese Einheitslöhne. Das ist doch absolut kontraproduktiv. Sagen Sie es mal einer Fachkraft, die werden Ihnen was erzählen dazu, wenn sie so gleich behandelt werden soll. Auch diesen Punkt lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Ich fasse zusammen. Was die Menschen in der Pflege brauchen, sind konkrete Hilfen. Was sie nicht brauchen, sind linke Eiferer, die sie für ihren Karren spannen wollen. Oder um es kurz zu sagen, die Menschen in der Pflege brauchen die FDP, aber nicht die Linken. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Und die nächste Rednerin in dieser Debatte kommt von der Grünen-Fraktion. Auch die Grünen hatten gestern einen Antrag zur Pflege eingereicht. Kirsten Kappert-Gonter ist die Sprecherin für Gesundheitsförderung ihrer Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Hätten wir ahnen können, dass die Situation in der Pflege im Frühjahr 2020 so explodiert? Nein, weil die Corona-Krise nicht vorhersehbar war? Falsch. Jede und jeder konnte wissen, dass die Pflege schon vorher an ihrem Limit war. Oft über die Schmerzgrenze der Pflegenden hinaus und das zu Lasten der Pflegenden und der zu Pflegenden. In der Woche des International Nurses Day, im WHO-Jahr der Pflegenden und der Hebammen, ist die Situation zugespitzter denn je. Und das darf so nicht bleiben. Und ist denn jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt, um über die Arbeitsbedingungen zu sprechen? Ja, genau jetzt. Ja, weil Arbeitsschutz Gesundheitsschutz ist. Ja, weil Pflegekräfte gerade alle Hände voll zu tun haben und ihre Arbeit so sein muss, dass sie nicht krank werden müssen. Längeres Arbeiten, Kollege Schindenburg, ist hier kontraproduktiv. Und das gilt in der Pflege wie übrigens auch im Supermarkt. Darum ist diese Arbeitszeitverordnung, die Pausen und Ruhezeiten reduziert, so schädlich. Sie gehört nicht nur ausgesetzt, wie Sie das vorschlagen, sondern grundsätzlich gestrichen. Wir brauchen sie nicht. Jeder und jede, die schon mal in einem Krankenhaus, in einem Pflegeheim gearbeitet hat, weiß, dass die Pflegenden nicht einfach alles fallen lassen und weggehen, wenn da jemand in Not ist. Das aktuell geltende Arbeitszeitgesetz ist flexibel genug, um diese Notsituationen abzudecken. Die Arbeitszeitverordnung, die brauchen wir aber nicht. Sie gehört grundsätzlich gestrichen. Zudem müssen wir im Gesundheitswesen endlich dazu übergehen, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten. Die Expertise der professionellen Pflege muss stärker Gehör finden. Und da möchte ich auf drei Dinge hinweisen, die im Antrag der Linken nicht adressiert sind, die aber entscheidend dafür sind, um die Pflege zu stärken. Das erste ist das Thema Eigenverantwortung.
Heilkundliche Aufgaben wie beispielsweise die Wundversorgung können und sollten Pflegefachpersonen eigenverantwortlich übernehmen. Es macht überhaupt keinen Sinn, dann noch eine Ärztin zu fragen, die die Wunde möglicherweise gar nicht gesehen hat. Zweitens, Personalbemessung, das ist hier ja schon angeklungen. Die Personalschlüssel in der Alten- und Krankenpflege müssen sich am tatsächlichen Pflegebedarf der Menschen ausrichten. Und drittens, gestärkt wird die professionelle Pflege durch die Einrichtung einer Pflegekammer. Die professionelle Pflege braucht endlich eine starke Stimme der Interessensvertretung gegenüber der Politik und in den Entscheidungsgremien des Gesundheitswesens. Da wünsche ich mir, dass die Linke endlich diese Forderung auch mit unterstützt. Die Grüne Fraktion hat allein in dieser Legislatur 45 Anträge zur Pflege in den Bundestag eingebracht. Viele Ideen, viele Konzepte. Die Verbesserungen müssen dauerhaft angelegt sein und weit über eine Einmalprämie hinausgehen. Wobei wir bei der Forderung Einmalprämie gar nicht weit weg sind von den Linken. Auch wir fordern eine Corona-bezogene Prämie für das Personal, was besonderen Risiken in Kontakt mit Covid-19-Patientinnen und Patienten ausgesetzt ist. Und es ist wirklich ein Reinfall, dass die Bundesregierung nicht wenigstens den Corona-Bonus fair ausgestaltet hat. Nicht mal die volle Höhe von 1.500 Euro ist gesichert. Das ist deutlich zu wenig. Das A und O aber ist, dass die Vergütung dauerhaft erhöht und die Arbeitsbedingungen dauerhaft verbessert werden. Es braucht endlich eine flächendeckende tarifliche Bezahlung in der Altenpflege und einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag. Ich finde es beschämend, wenn hier immer noch die ganze Diskussion über Mindestlöhne geführt wird. Diese sind viel zu gering. Und wir alle wissen, dass, wenn wir über Mindestlöhne reden, das ganz leicht das ist, was dann auch wirklich bezahlt wird. Das geht so auch nicht weiter. Bei der Frage der Arbeitszeit muss die Zeitsouveränität der Beschäftigten ganz oben auf der Agenda stehen. Die Regelarbeitszeit wollen wir Grüne in allen sozialen Berufen im Übrigen auf 35 Stunden als neue Vollzeit verkürzen. Damit Pflegekräfte nicht mehr wegen Überlastung ihren Beruf verlassen, sondern im Gegenteil mehr junge Menschen Lust bekommen, die professionelle Pflege zu wählen, braucht es diese skizzierten Maßnahmen. 80% der Beschäftigten in Care-Berufen sind übrigens Frauen. Bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne sind also auch eine Frage der Gleichstellung und ein zutiefst feministisches Anliegen. Die Bundesregierung muss jetzt endlich Butter bei die Fische geben. Erstens bessere Bezahlung in der Pflege, zweitens kürzere Arbeitszeiten und mehr Zeitsouveränität, drittens mehr Pflegepersonen, stationär und ambulant, und viertens auf die Expertinnen hören. Pflegende müssen ihren Beruf selbst gestalten und mitbestimmen können. Wir freuen uns auf die Diskussion Ihrer Anträge im Ausschuss. Wir finden, wie ich skizziert habe, da geht sogar noch mehr. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auch im Namen meiner Kollegin Cordula Schulz-Asche, unserer wunderbaren pflegepolitischen Sprecherin. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Kirsten Kappert-Gonter war das. Und auch der zuständige Minister Hubertus Heil verfolgt hier die Debatte zu zwei Anträgen von der Linksfraktion. Wir haben ihn ja eben gesehen. Jetzt spricht Erich Ilstorfer, CDU-CSU-Fraktion und Mitglied im Ausschuss für Gesundheit. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dieser Antrag von den Linken zeigt, dass wir natürlich grundsätzlich hier eine andere Ausrichtung haben. Sie beschreiben in Ihrem Antrag eine Situation, und ich kann nur sagen, in einer solchen Notsituation jetzt eine Verordnung anzugreifen, die die Möglichkeit gibt, dass, wenn es notwendig ist, dass man das Ganze dann auch in die Praxis umsetzt, denke ich, ist richtig und ist auch notwendig. Und ich glaube aber auch, dass wir hier, und da glaube ich, sind wir uns ja alle einig, dass wir hier nicht über einen Dauerzustand sprechen,
dass wir nicht darüber reden, dass wir diese Verordnung dauerhaft hier haben wollen. Das ist doch gar nicht das Thema. Wir haben doch die Aufgabe, dass wir jetzt diese Krise ordentlich organisieren. Und das, was hier angebracht worden ist, dass man natürlich sagt, wir wollen hier natürlich, dass die Mitarbeiter geschützt werden. Das ist doch vollkommen klar, dass Mitarbeiterschutz gleichzeitig auch Patientenschutz ist. Da kann doch keiner dagegen sein, und das sind wir auch nicht. Aber natürlich heißt es auch, dass wir an die Struktur ran müssen. Und ich glaube, dass diese Regierungskoalition doch einige Dinge schon auf den Weg gebracht hat. Und wenn Sie hier immer auf dem ganzen Tarifrecht und dergleichen auch rumreiten, ich kann nur das wiederholen, was Lothar Riebsamen hier ausgeführt hat. Wir waren doch in dieser Regierung diejenigen, die den Druck erhöht haben und die hier auch dann Fakten geschaffen haben, dass jetzt hier verhandelt werden kann. Und das ist doch nicht die politische Aufgabe. Ich glaube, man hat seine Vorarbeit getan und deshalb ist es hier richtig. Ich glaube aber auch, dass viele von Ihnen hier einen Systemwechsel wollen. Und wenn ich das auch höre von der verehrten Kollegin hier von den Grünen, Sie beschreiben hier immer nur Probleme, aber Sie bringen keine wahren Lösungen herbei. Das sind keine Lösungen, wenn Sie sagen, was vielleicht sein könnte und vielleicht und könnte und machbar. Nein, ich glaube, dass wir uns im Klaren sind, dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege, und hier müssen wir auch genau drauf schauen, ob das in der Kinderkrankenpflege ist, ob das in der Altenpflege ist, ob das in den Krankenhäusern ist. Hier, glaube ich, liegt schon der Teufel irgendwo auch im Detail. Und deshalb nützt es in meinen Augen nichts, hier einfach herzugehen, das wegzuwischen und im Endeffekt hier Dinge anzuprangern und zu fordern, die nicht relevant sind. Ich kann Ihnen nur sagen, und das ist aber Gott sei Dank auch angeklungen, und das finde ich gut, dass wir natürlich, was die Krankenhäuser betrifft, durch höhere Kapazitäten bei der Kurzzeitpflege, aber auch bei der Tagespflege, hier wirklich auch etwas bewegen können. Und wir haben das ja auch auf dem Schirm. Wir sind ja dran, dass wir hier auch in die Mengen gehen, weil wir ja wissen, dass es ein Zukunftsmarkt ist, die Menschen Gott sei Dank ja auch immer älter werden. Und dass wir somit natürlich hier eine Basis und ein Fundament schaffen müssen, das tragfähig ist, das ordentlich finanziert ist. Und wenn ich höre Mindestlöhne, ja, wie der Begriff Mindestlohn ja schon sagt, heißt das ja nicht, dass ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer mehr bezahlen darf. Aber ich sehe es schon als Erfolg, dass wir den ersten Schritt getan haben, dass wir hier mal eine Ebene eingezogen haben. Und das heißt ja auch nicht, dass man das nicht fortschreibt und dass man das auch nicht kontinuierlich erhöht. Wir wissen, dass Pflegeberufe und somit Menschen, die in der Pflege arbeiten, gesuchte Leute sind. Und auch hier werden wir erleben, dass diejenigen, die einen Betrieb aufrechterhalten wollen, natürlich auch mehr finanzielle Leistungen zahlen müssen, damit sie das System aufrechterhalten. Und wir werden auch erleben, dass diejenigen Betriebe, die im Endeffekt nicht die Bedingungen schaffen, dass die nicht so hoch frequentiert sind von den Menschen, die in diesen Beruf gehen, wie andere. Und dann können sie ihren Laden zusperren. Und ich kann das auch nur sagen, wir wollen ordentliche Bedingungen, weil ordentliche Arbeitsverhältnisse sich dann auch in der Qualität der Leistung natürlich auch auszahlen. Und ich bin mir sicher, dass mit diesen Rahmenbedingungen, die wir stecken, und die wir natürlich auch bei der Ausbildung, bei der Weiterbildung, bei all diesen Dingen ja fortschreiben, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Das passt, das ist gut, und deshalb lassen wir uns das auch nicht in einer Art und Weise immer wieder schlechtreden oder zerschießen oder zumindest den Versuch machen, dass man sagt, also alles schlecht, alles verkehrt. Nein, das ist es nicht. Wir sind hier auf dem richtigen Dampf, und ich bin mir sicher, dass wir diese Dinge auch weiterhin verbessern. Wir nehmen viel Geld in die Hand, aber Geld allein reicht nicht. Und deshalb ist es auch so schön, dass wir diese Durchlässigkeit im System haben, dass wir auch aus den verschiedensten Schultypen hier junge Menschen für die Pflege begeistern. Das ist unser Ziel und unsere Aufgabe. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Erzdorfer. Und wie Sie sehen und hören, hat das Podium gewechselt. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki leitet jetzt die Sitzung. Und der erste Redner, der jetzt unter Wolfgang Kubicki hier anfängt, ist Martin Sichert von der AfD-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir Bundestagsabgeordnete haben eine Vorbildfunktion und eine gewaltige Verantwortung gegenüber 83 Millionen Menschen in Deutschland. Je länger in diesem Parlament angehöre, umso mehr habe ich das Gefühl, dass den meisten von Ihnen diese Verantwortung leider nicht bewusst ist. Knapp 100 Milliarden Steuereinnahmen fehlen allein in diesem Jahr durch die von der Regierung verursachte Wirtschaftskrise. Das sind über 2.000 Euro, die jeder Steuerzahler extra zahlen werden muss. Machen wir uns nichts vor, es gibt nur zwei Lösungen. Entweder noch höhere Steuern, wie es die SPD heute vorschlägt, oder eine Ausweitung der Geldmenge, bei der die Bürger durch Entwertung des Geldes in Form einer Inflation zahlen. So oder so sind immer die fleißigen Werktätigen die Dummen, denn jeder Cent, den wir hier ausgeben, der muss von diesen erst erwirtschaftet werden. Aber wir reden hier im Bundestag ständig darüber, wie man noch mehr Steuergeld ausgeben kann. Hier sind es nun die Linken, die wie übrigens auch die Grünen und die Regierung den Beschäftigten im Gesundheitswesen eine Einmalzahlung auf Kosten der Steuerzahler geben will. Immer mehr Geld auszugeben, obwohl wir schon die höchste Steuer- und Abgabenlast weltweit, ich betone, weltweit haben, ist absolut verantwortungslos. Wenn Sie die Leistungsträger noch mehr schröpfen, werden noch mehr das Land für immer verlassen und unser Wohlstand geht mit diesen Leistungsträgern. Sie ruinieren mit Ihrer Politik Deutschland und stürzen Millionen in Armut. Und das ist absolut verantwortungslos. Genauso wie übrigens der Umgang mit den Pflegekräften. Sie reden hier alle von Schutz, von Respekt und von Würdigung. Aber Ihr Verhalten ist absolut respektlos. Kaum ein Abgeordneter der Parteien, die den Menschen Mundschutz verordnen, trägt selbst einen. Und den Mindestabstand hält auch kaum einer ein. Gestern haben Sie es auf die Spitze getrieben. Zur ersten namentlichen Abstimmung haben hunderte Abgeordnete Gruppenkuscheln in der Abgeordnetenlobby gespielt. Einen Mindestabstand hat da niemand eingehalten. Und von den ca. 300 Abgeordneten, die sich auf engem Raum drängten, trugen vielleicht 10 einen Mundschutz. Es gibt für dieses Verhalten nur zwei mögliche Antworten. Entweder haben Sie überhaupt keinen Respekt vor den Pflegekräften, die am Ende die Mehrbelastung haben, wenn Sie erkranken, oder Sie verhöhnen die ganze Bevölkerung mit den Corona-Maßnahmen, da Sie ja augenscheinlich der Auffassung sind, dass Corona völlig harmlos ist, wenn Sie sich zu Hunderten auf engem Raum ohne Abstand und ohne Mundschutz unterhalten. Wollen Sie noch mehr Beispiele haben? Ich gebe Ihnen gerne noch mehr Beispiele. Während Sie die Existenz von Zehntausenden Gastwirten ruinieren, konnte man in den letzten Wochen in der Bundestagskantine ohne Mundschutz vor Ort essen. In der Bundestagscafeteria hier im Reichstag tragen weder die Mitarbeiter noch die Abgeordneten Mundschutz. Jeder kann sich dort zu jedem gesellen und weniger als einen Meter voneinander entfernt gegenüber am selben Tisch essen. Wie abgehoben muss man eigentlich sein, und dass Sie abgehoben sind, zeigen ja anscheinend schon die ganzen Zwischenrufe hier, wie abgehoben muss man überhaupt sein, Verbote für Millionen von Menschen zu erlassen und sich selbst nicht daran zu halten. Wer sich so verhält, der ist sicher nicht aus der Mitte der Gesellschaft, sondern der tritt die Leistung der Pflegekräfte mit Füßen. Den Gürtel enger schnallen, die Zügel locker lassen und selbst Vorbild sein, das müsste in der Krise die Aufgabe jedes Repräsentanten des Staates sein. Absolut falsch hingegen ist die momentane Dekadenz, bei der nur noch fehlt, dass die Bundeskanzlerin noch nicht auf die Idee gekommen ist, zu fordern, wenn das Volk sich kein Brot leisten kann, dann soll es doch Kuchen essen. Martin Reichert von der AfD-Fraktion hat hier das Verhalten der Abgeordneten kritisiert. Noch einmal, hier darf jeder Redner das sagen, was er für richtig hält, solange es keine Straftat beinhaltet. Ich möchte auf Folgendes hinweisen. Dazu bin ich als Präsident verpflichtet. Zunächst, Herr Kollege, die einzige Fraktion, bei der bekannt ist, dass sie Abstände nicht einhält und keinen Mundschutz trägt, ist die AfD-Fraktion, die ihrerseits erklärt, die Krise sei zu Ende. Ich weise nachdrücklich darauf hin, dass jedenfalls in den Liegenschaften des Deutschen Bundestages, soweit die Verwaltung beschäftigt ist damit, die Abstandsregeln eingehalten werden, die Hygienevorschriften eingehalten werden. Insofern weise ich Ihre Behauptung zurück, dass in der Kantine beispielsweise die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Wir sorgen dafür, dass die Mitarbeiter den notwendigen Schutz erhalten. Und was die Rudelbildung angeht, Sie sehen das hier im Plenarsaal, was die Rudelbildung angeht, ist jedenfalls hier durch verschiedene sitzungsleitende Präsidenten aufgefallen, bei mir persönlich auch, dass Ihre Fraktion eher zur Rudelbildung neigt als andere. Insofern weise ich zurück, dass die Abgeordneten ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hier mit Anmerkungen. Ich kann Ihnen ein Video zeigen, was von
wahrscheinlich Anhängern Ihrer Fraktion oder Ihrer Partei ins Netz gestellt worden ist. Da können Sie sehen, dass bei der Abstimmung in der Westlobby die Abgeordneten der AfD-Fraktion besonders aufgefallen sind, dadurch, dass sie keinen Abstand eingehalten haben. Und ich bin gerne bereit, Ihnen das zu dokumentieren. Als nächste Rednerin hat für die SPD-Fraktion die Kollegin Gabriele Hiller-Ohm das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Thema zurück. Meine Kollegin Heike Behrens hat in ihrer Rede bereits sehr deutlich beschrieben, was wir in der Pflege bereits alles verbessert haben. Und vieles musste gegen heftige Widerstände durchgesetzt werden. Ich werde mich jetzt noch einmal auf die Arbeitsbedingungen in der Pflege in dieser besonderen Ausnahmesituation konzentrieren. Bisher, liebe Kolleginnen und Kollegen, mussten wir uns zum Glück noch nie den Herausforderungen einer weltweiten Pandemie stellen. In dieser Krise muss sich vor allem unser Gesundheitswesen beweisen. Haben wir genug Intensivbetten? Gibt es ausreichend Beatmungsgeräte? Was ist mit den Schutzausrüstungen? Und vor allem, haben wir genug geschultes Personal in der Pflege, um Covid-19 die Stirn zu bieten? Die Pandemie zeigt sehr deutlich, es reicht nicht. Deshalb müssen wir den Beschäftigten im Gesundheitswesen gerade jetzt in der Corona-Krise viel abverlangen. Dabei dürfen wir die Arbeitsbedingungen und den Arbeitsschutz natürlich nicht aus den Augen verlieren. Da gebe ich dem Antragsteller der Linken ausdrücklich recht. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eines will ich hier ganz klarstellen. Eine Verlängerung der täglichen Höchstarbeitszeit, die Verkürzung der Ruhezeit und die Möglichkeit, an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten, sind mit meinen Vorstellungen von Arbeitsschutz nicht zu vereinbaren. Anfang März habe ich hier an dieser Stelle betont, wie wichtig uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die Einhaltung der Arbeitszeit ist. Das gilt natürlich auch weiterhin. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben doch alle die Bilder aus Italien und New York vor Augen. Die Ausnahmen im Arbeitszeitgesetz sollen die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Gesundheitswesens und der pflegerischen Versorgung, der Daseinsvorsorge sowie der Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. So beschreibt es das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss in einer lebensbedrohenden Krise auch so sein. Insbesondere das Gesundheitswesen ist doch der wohl relevanteste Bereich in dieser Ausnahmesituation. Wie sonst sollen die vielen zusätzlichen Covid-19-Patientinnen und Patienten versorgt werden? Hier galt es, Rechtssicherheit zu schaffen. Daher hat das Arbeitsministerium die Möglichkeit geschaffen, in absoluten Ausnahmefällen, und ich betone noch einmal, in absoluten Ausnahmefällen die Arbeitszeit auf bis zu 12 Stunden zu verlängern bzw. Ruhezeiten um bis zu 2 Stunden zu verkürzen. Tarifverträge oder die Mitbestimmungsrechte der Betriebe oder Personalräte werden dabei aber nicht angegriffen. Das alles ist klar befristet und wird wieder zurückgenommen. So steht es in der Verordnung. Die normalen Arbeitszeitregeln werden dann wieder gelten. Etwas anderes ist mit mir und meiner Fraktion auch nicht zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedauere sehr, dass wir dem Pflegepersonal diese zusätzlichen Belastungen zumuten müssen. Und auch ich hätte mir gewünscht, dass gerade jetzt unter den schweren Arbeitsbedingungen mehr Personal und kürzere Arbeitszeiten möglich werden. Ich kann mir gut vorstellen, wie anstrengend es ist, in voller Schutzausrüstung zu arbeiten. Mir bereitet ja schon bereits mein kleiner Mundschutz Beschwerden als Brillenträgerin. Und natürlich sind kürzere Arbeitszeiten des Pflegepersonals auch für die Patientinnen und Patienten besser. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ausgeruhte Menschen machen weniger Fehler und arbeiten konzentrierter und motivierter. Das wissen wir. Und deshalb gibt es ja auch das Arbeitszeitgesetz. Aber ausgerechnet jetzt mitten in der Corona-Krise 6-Stunden-Schichten zu fordern, ist an Populismus nicht zu überbieten, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken.
Denn wo, so frage ich Sie, sollen die ganzen Pflegerinnen und Pfleger herkommen, die die zusätzliche anfallende Arbeitszeit auf Schlag übernehmen müssen? Und auch nach der Krise wird das nicht so schnell möglich sein. Denn der Personalmangel ist doch das größte Problem in diesem Bereich. Dieses Personal gewinnen wir aber vor allem, wenn wir die Arbeitsbedingungen in der Pflege konsequent verbessern. Und das tun wir auch. Andere Arbeitsbedingungen und Strukturen, mehr Personal und eine verbesserte Bezahlung, das sind die Punkte, die sich ein Großteil der Pflegerinnen und Pfleger wünschen. Das gilt übrigens auch für die ausgebildeten Pflegekräfte, die sich eine Rückkehr in den alten Beruf vorstellen können. Deshalb arbeiten wir auch intensiv daran, den Beruf der Pflegerinnen und des Pflegers attraktiver zu gestalten. Meine Kollegin Heike Behrens hat bereits darauf hingewiesen. Mindestlöhne in der Pflege konnten wir als ersten Schritt durchsetzen. Unser Ziel bleibt es aber weiterhin, dass im Pflegebereich endlich ein allgemein verbindlicher Tarifvertrag ausgehandelt wird. Wohlfahrtsverbände, Caritas und auch das Rote Kreuz verhandeln bereits mit Verdi. Nun müssen sich endlich auch die privaten Pflegedienstleister bewegen. Dann kommen wir einen Schritt weiter. Ein flächendeckender Branchentarifvertrag würde nicht nur die Arbeitsbedingungen und die finanzielle Vergütung verbessern, sondern würde den Beruf so auch für junge Menschen wieder attraktiver machen. Über diesen Weg können wir den aktuellen Fachkräftemangel dann abmildern. Hier sind unsere Positionen übrigens gar nicht so weit voneinander entfernt, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken. Unser Fokus muss also darauf liegen, die betriebliche Mitbestimmung zu stärken und starke Tarifverträge zu unterstützen. Darüber können wir dann auch kürzere Arbeitszeiten in der Pflege erreichen. Klatschen auf Balkonen verbessert keine Arbeitsbedingungen. Und Anträge, die fordern, was nicht umzusetzen ist, ebenfalls nicht. Deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank, Frau Kollegin Hiller-Ohm. So, hier gab es aus dem Plenum, gerade habe ich schon gehört, Anmerkungen, dass das hier ja die erste Debatte ist und die Anträge gehen danach ja noch in die Ausschüsse. Man habe also noch Zeit zu diskutieren. Pascal Kober spricht jetzt für die FDP-Fraktion. Sehr verehrter lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Frau Ferschel, Kollegen der Linksfraktion, Politik, und jetzt zitiere ich mal den ersten Fraktionsvorsitzenden der SPD, Kurt Schumacher, beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Und ich sage Ihnen, liebe Frau Ferschel, Sie wussten ja auch schon vor der Krise, dass wir einen Personalmangel in der Pflege haben. Und mit dem Auftreten der Pflege ließ sich auch nicht auf Knopfdruck der Personalmangel von jetzt auf nachher einfach so beseitigen. Und dann fordern Sie bzw. Sie kritisieren den Bundesarbeitsminister, das tue ich ja häufig genug auch, aber nicht in dieser Frage, dass er vorübergehend für die Zeit der Not die Möglichkeit der Erhöhung der Arbeitszeit eingeführt hat. Und das sagen Sie in Ihrem Antrag ganz klipp und klar, das sei eine falsche Entscheidung gewesen. Wissen Sie, was Sie damit sagen? Dass es Ihnen lieber gewesen wäre, dass die Menschen unversorgt geblieben wären, als dass sie ihre Versorgung bekommen. Und Sie gehen davon aus, dass eine Pflegekraft nach Hause gegangen wäre, wenn Leute auf der Straße hätten bleiben müssen, weil sie keinen Zugang mehr zum Gesundheitssystem bekommen hätten. Nein, das hätten die natürlich nicht. Und dass Sie rechtssicher dann vielleicht auch in der größten Not mal länger arbeiten können, das hat der Arbeitsminister ermöglicht. Und das war eine richtige Entscheidung und nicht eine falsche Entscheidung. Die Triage mit der Stechuhr, das ist zynisch, liebe Kollegin Frau Ferschel. Wir müssen aus der Situation lernen. Es kann natürlich nicht zufriedenstellend sein, dass die Arbeitszeit grundsätzlich erhöht werden muss in einer solchen Situation. Und wir müssen natürlich die Lösung finden, dass wir mehr Menschen für die Pflege gewinnen können. Aber das ist ein langfristiges Projekt, mit dem wir uns alle hier stellen werden. Und wir werden auf jeden Fall dem Personalmangel nicht dadurch begegnen, dass wir einfach die Arbeitszeit verkürzen. Denn das würde voraussetzen, dass wir mit einem Schlag zusätzliche Pflegekräfte bekommen könnten. Jetzt haben Sie die vage Vermutung, dass die ausgebildeten Pflegekräfte, die im Moment nicht in der Pflege arbeiten, dann plötzlich alle zurückkommen würden. Das kann
eine Hoffnung sein. Die Gewähr dafür haben sie nicht. Und natürlich ist es jedem freigestellt, auch wenig oder nicht in der Pflege zu arbeiten. Das muss auch weiterhin möglich sein. Also müssen wir die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern. Und da ist zunächst einmal und vor allen Dingen der richtige Ansatz, dass wir die Arbeit in der Pflege erleichtern. Ob ich 6 Stunden arbeite oder 9 Stunden arbeite, jede Stunde Arbeit muss gut und leistbar sein. Und das ist die Herausforderung, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion. Und da war es die FDP, die zu ihrer Zeit, als sie den Bundesgesundheitsminister gestellt hat, das Thema der Entbürokratisierung in Angriff genommen hat. Und da ist tatsächlich die Frage zu stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, die Sie den Bundesgesundheitsminister stellen, ob Sie da auf diesem Weg noch wirklich mit großem Nachdruck dahinterher sind. Denn das ist ein wesentlicher Treiber der Unzufriedenheit der Pflegekräfte in der Pflege, dass sie mit Bürokratie überlastet sind, statt dass sie hier durch Digitalisierung beispielsweise Vereinfachungen bekommen. Meine Redezeit ist leider abgelaufen. Ich sage, Arbeitsbedingungen verbessern, Zuwanderung in die Pflege ermöglichen. Das sind 2 wesentliche Pfeiler für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Auch der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat gerade am Montag ein Papier mit Forderungen vorgelegt, wo er unter anderem auch fordert, es müsse einen Ausbau der Digitalisierung geben, um weniger Bürokratie in der Pflege für die Angestellten zu haben. Pia Zimmermann von der Linksfraktion spricht jetzt. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn eine oder einer von uns hier redet, bekommen wir Beifall von der eigenen Fraktion und manchmal klatschen auch andere. Und das ist nett und manchmal auch Anerkennung. Aber das ersetzt natürlich nicht unsere Diäten. Warum also sollte bloßer Applaus der angemessene Lohn für eine gute, qualifizierte Fachkraft sein? Und woher kommt eigentlich die Vorstellung, mit einer einmaligen Corona-Prämie jahrzehntelange miese Bezahlung, furchtbare Arbeitsbedingungen und eine schlechte Personalausstattung wettzumachen? Woher kommt die Idee, es sei angemessen, Pflegekräfte im Krankenhaus noch länger schuften zu lassen? Sind uns die Pflegekräfte, die alles dafür tun, diese Krise zu meistern, wirklich so wenig wert? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ehrlich gesagt, ich finde das richtig krass. Und die Debatte um wirkliche Wertschätzung ist noch lange nicht zu Ende, wie einige nach der Entscheidung über eine Prämie in der Altenpflege suggerieren. Nein, sie hat gerade erst begonnen. Meine Damen und Herren, 17.000 Pflegekräfte in der Altenpflege erhalten Grundsicherung. Jede 10. von ihnen muss das Gehalt aufstocken, trotz Vollzeit. Diese Pflegekräfte schuften sich krank und trotzdem reicht es nicht, um der Armut zu entkommen. Und selbst bei der Corona-Prämie sollen sie leer ausgehen, die wird auf die Grundsicherung angerechnet. Das ist unfassbar, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen auch, wenn das die Wertschätzung ist, von der die Bundesregierung spricht, wird sich am Pflegenotstand gar nichts ändern. Und hinzu kommt, die Einmalprämie ist nicht mal wasserdicht refinanziert. Und andere Gesundheitsberufe bleiben ausgeschlossen. Die Bundesregierung wollte sich mit dem Versprechen schmücken, dass Geld kommt. Aber wie es finanziert wird, das sagt man am Ende wirklich nicht richtig. Und das ist meiner Meinung nach würdelos und peinlich. Pflegekräfte brauchen einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag mit deutlich höheren Löhnen. Meine Damen und Herren, es kann doch wirklich nicht sein, dass private Heimbetreiber gesetzlich geschützt Renditen einfahren, während die Beschäftigten, die diese Renditen erwirtschaften, in die Altersarmut geschickt werden. Und meistens sind das auch noch Frauen. Und damit sie ihren Beruf auskönnen, den sie gelernt haben, brauchen wir bundesweit einheitliche, gute Arbeitsbedingungen. Denn Pflegekräfte brauchen Zeit. Zeit für die Bezugspflege, Zeit, um sich von den psychischen und physischen Belastungen zu erholen. Und sie brauchen planbare Zeit für sich selber und für ihre Familien. Packen wir den Pflegenotstand endlich nachhaltig an. Sichern Sie kürzere Arbeitszeiten und höhere Löhne, die den Wert der Arbeit auch wirklich anerkennen. Wir brauchen den 6-Stunden-Tag in der Pflege, denn Arbeitszeit ist eine entscheidende Bedingung für gute Pflege. Meine Damen und Herren von der Regierung, denken Sie drüber nach, dann läuft das auch.
fordert Pia Zimmermann von der Linksfraktion. Wir kommen zum vorletzten Redner in der Debatte über die Pflege. Erwin Rüttel von der CDU-CSU-Fraktion ist Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir sind uns weitestgehend in diesem Haus, nicht alle, aber weitestgehend einig, dass also die Pflegekräfte besser bezahlt werden müssen. Das, denke ich, ist Konsens. Und dann stellt sich aber die Frage, wie finanzieren wir das? Und ich denke, das ist die große Herausforderung, der wir uns in der zweiten Jahreshälfte stellen sollten. Über Eigenanteile, über Steuerzuschüsse oder über Sozialversicherungsbeiträge. Und ich denke, diese Diskussion ist interessanter, weil die andere, dass also Pflegekräfte besser entlohnt werden sollen, denke ich, die ist geführt, da sind wir uns einig. Aber wir brauchen Lösungen, um das dann auch zu finanzieren. Und ich denke, wir müssen uns Gedanken machen, inwieweit wir also über Vertrauen und Flexibilität bei Arbeitszeitmodellen eine bestimmte Optimierung der Arbeit in der Pflege hinbekommen. Also ich glaube, dass wir noch genügend Fragen zu klären haben. Wichtig ist aber ohne Ideologie, sondern wir müssen praktisch an die Sache rangehen, weil also nur die Praxis den Pflegekräften tatsächlich hilft. Es ist mehrfach angesprochen worden, die 1.000 Euro Sonderprämie ist ein wichtiger Schritt und ich freue mich, dass der Finanzminister hier ist. Das gibt uns auch Hoffnung, dass die also refinanziert werden über Steuern. Und ich hoffe, dass also die Länder ihrer Verantwortung gerecht werden und die Arbeitgeber, dass also aus 1.000 Euro 1.500 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei bleibt. Ich habe erste Anzeichen wahrgenommen, dass Länder sich dieser Herausforderung stellen und würde mich freuen, wenn das also eine generelle Aufgabe der Länder wird. Das ist für uns ein besonderes Zeichen, diese Sonderprämie für Pflegekräfte in der Altenpflege, ein besonderes Zeichen der Wertschätzung ihrer Arbeit. Wir haben die Pflegekräfte in der laufenden Legislaturperiode vielfach durch Maßnahmen gestärkt. Ich will nur erwähnen, das Pflegebudget im Krankenhaus. Im Krankenhaus kann jede Pflegekraft eingestellt werden und jede Pflegekraft so entlohnt werden, wie das Krankenhaus das möchte. Und das wird also refinanziert. Wir haben die 13.000 zusätzlichen Pflegekräfte in der Altenpflege, die über die Sozialversicherung, Krankenversicherung finanziert werden. Wir haben, wie der Lothar Riebsamen eben gesagt hat, den gesetzlichen Mindestlohn. Und wir haben Personaluntergrenzen im Krankenhaus. Also es sind viele Dinge bereits auf den Weg gebracht worden. Aber uns ist bewusst, das sind Zwischenschritte. Wir müssen mehr machen, sonst hätten wir diese Personalsorgen in der Pflege nicht. Da, glaube ich, brauchen wir uns, das ist uns absolut bewusst. Wir brauchen gute Gehälter und optimale Arbeitsbedingungen für gute Arbeit. Wir brauchen eine attraktive Entlohnung in allen Regionen und wir brauchen zeitgemäße Arbeitsmodelle. Und uns ist auch bewusst, dass für gute Pflege wichtig ist, individuelle Arbeitszeitmodelle und gesicherte Erholungsphasen. Dafür ist es unerlässlich, dass wir mehr Menschen gewinnen für die Pflege. Und das bedeutet, wir müssen eine gute Ausbildung sichern. Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen, verlässliche Dienstpläne. Und es bedeutet auch, dass wir ausgeschiedene Mitarbeiter zurückgewinnen müssen und neue Kräfte aus anderen Berufen für die Pflege gewinnen müssen. Wichtige Voraussetzung für verlässliche Dienstpläne. Und nicht zuletzt ist die bedarfsgerechte Personalbemessung. Und die haben wir auch
für Krankenhaus- und Altenpflege auf den Weg gebracht. Wichtig ist, wir brauchen mehr Zeit für Pflege statt für Bürokratie. Wir müssen die Digitalisierung entsprechend in der Pflege auf den Weg bringen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass all diese Erkenntnisse uns dabei helfen, erfolgreich für bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung und eine bessere Personalausstattung zu sorgen. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Vielen Dank, Herr Kollege. Die letzte Rednerin in dieser Debatte ist selber Gesundheits- und Krankenpflegerin, spricht also aus eigener Erfahrung, wenn sie über die Arbeit in der Pflege redet. Emmy Zöllner von der CDU-CSU-Fraktion. Kollegin Emmy Zöllner, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu Beginn möchte ich einfach sagen, ich finde es wirklich unerträglich, wie der Kollege von der AfD Sichert aus Bayern, der abgewählt wurde und heute hat man verstanden auch warum, hier vorne gesprochen hat zum Thema der Pflege, hat von Verantwortung, von Vorbild gesprochen und hat die Pflege so gut wie überhaupt nicht erwähnt. Das ist nicht verantwortungsvoll und das ist auch nicht vorbildhaft. Und was mich grundsätzlich einfach nur wahnsinnig aufregt: Im Gesundheitsausschuss haben die Kollegen, Ihre Kollegen von der AfD zu Beginn die Maßnahmen gelobt von unserem Gesundheitsminister Spahn. Ja, und dann hat es halt nicht gepasst, der Parteispitze, man hat dann die Position verändert. Aber Sie haben auch Kollegen bei sich in der AfD, wie den Kollegen Professor Gerke, der sich in Grund und Boden geschämt hat, gerade eben bei Ihrer Rede, weil er nämlich als Mediziner weiß, dass es nicht der Pflege gerecht wurde. Und für mich geht es gerade heute hier darum, dass ich zu Ihnen sage, lieber Professor Gerke, Sie haben, ich spüre das ja, Sie haben ein gutes Herz, wirklich. Gehen Sie raus aus der AfD, ja, gehen Sie raus. Sie haben da nichts verloren, ja, ja, es ist so. Sie, nein, nein, ich will das, doch, es ist mir ein großes Anliegen. Weil der, nein, es ist keine Unverschämtheit. Er ist Humanmediziner und, nein, es entscheiden die Personen selbst, wer in der AfD ist. Und es gibt die Möglichkeit, auch rauszugehen aus der AfD. Es gibt diese Möglichkeit. Und es ist natürlich, deswegen überlegen Sie sich, Sie passen da nicht dazu. Sie passen da wirklich nicht dazu. Es ist natürlich so, dass es das Privileg, es ist natürlich auch das Privileg der Opposition, Dinge zu fordern, wie es beispielsweise auch die Linke gemacht haben, die sie am Ende des Tages nicht umsetzen müssen, die schwierig sind von der Finanzierung her. Aber dieses Privileg haben die Regierungsparteien nicht. Wir müssen das, was wir versprechen, auch halten. Wir müssen es umsetzen. Und deswegen sind viele Dinge, die Sie in Ihrem Antrag entsprechend vorgebracht haben, sehr, sehr unrealistisch an der Realität vorbei. Die Kollegen haben es gerade angesprochen. Wir sind in einer Krisenzeit. Deswegen haben wir das mit den Arbeitszeiten gemacht. Nicht, weil wir wollen, dass die Pflege grundsätzlich ständig an ihre Belastungsgrenze geht. Und deswegen ist es auch ein Thema, was wieder ein Ende findet. Und mir ist es ein Anliegen einfach, das, was Sie fordern, nämlich eben, dass man dauerhaft 30 Stunden Arbeitszeit finanziert, natürlich wie bei einer Vollzeitkraft, dass man das dauerhaft auf 30 Stunden verkürzt, die Arbeitszeit der Pflege. Und da kann ich eben nur sagen, in der jetzigen Zeit würde das bedeuten, wir bräuchten eine vierte Schicht. Ich wüsste nicht, wie wir das organisieren sollen. Und wenn wir weitergehen, dann ist es eben auch so, dass ich glaube, dass die Kernaufgabe sein wird, nicht, dass wir 6 Stunden Arbeitszeit festschreiben, sondern dass wir es schaffen, und das ist die Aufgabe in den nächsten Wochen und Monaten, dass die 8 Stunden beispielsweise eingehalten werden. Denn klar ist, es ist schwierig, dass Pflegekräfte aus dem Frei geholt werden. Es ist schwierig, dass Überstunden anfallen. Und da müssen wir hin. Und ich glaube, diese 6 Stunden, die hören sich schön an, die sind aber überzogen. Und über die Finanzierung machen Sie sich gar keine Gedanken, geben keine Antworten. Die
Sie werfen auch der Bundesregierung vor, dass bei dem Bonussystem, das wir auf den Weg gebracht haben, dass wir dort die Bundesländer in Verantwortung nehmen. Ja, wir nehmen die Bundesländer in Verantwortung. Das nennt man nämlich Föderalismus. Und auch Sie als Linke haben Verantwortung in Bundesländern, beispielsweise in Thüringen. Dort gibt es bis jetzt keinen Pflegebonus. Und deswegen kann ich Sie nur aufrufen, dass Sie sehr, sehr gerne Ihre Arbeit in Thüringen machen und dort natürlich das auf den Weg bringen, dass es beispielsweise auch für die Pflegekräfte in Thüringen 500 Euro an Bonus gibt. In Bayern machen wir das. Und wir haben es auch ausgeweitet, nicht nur auf Altenpflege, sondern eben auch beispielsweise Rettungssanitäter oder eben auch Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Dafür muss man kämpfen und das haben wir auch getan. Und deswegen glaube ich, dass diese Aufgabe für Sie an anderer Stelle entscheidender gewesen wäre. Es gibt noch viele Dinge, die anzusprechen wären. Wir stehen dazu. Wir wollen einen Tarifvertrag für die Altenpflege, der für allgemeinverbindlich erklärt wird. Und wir glauben, dass es eine wirksame Maßnahme ist, dass wir beispielsweise in der Pflege aus den Fallpauschalen die Pflege herausgenommen haben und dass wir einen Schutzschirm gerade in den Krankenhäusern über die Pflege gehängt haben, indem wir dort ein eigenes Budget haben. Und ich glaube, dass das eine der Maßnahmen ist, um auch wieder Menschen zurück in die Pflege zu bekommen, nämlich, dass wir ganz klar sagen, wir wollen, dass Pflegekräfte zukünftig nicht das Sparschwein der Krankenhäuser sind, sondern eine Finanzierung haben, die ihnen auch auskömmlich über das Budget zusteht und nicht zweckentfremdet werden kann. In diesem Sinne freue ich mich auf die weiteren Beratungen und hoffe, dass wir als Gesellschaft in dieser schwierigen Zeit wirklich zusammenstehen und es alle hier ernst meinen, nämlich, dass wir die Pflege stärken wollen, auch in Zukunft. Vielen Dank. Emmy Zollner war das von der CDU-CSU-Fraktion. Blinkt, Präsident. Und das heißt dann tatsächlich, so nett ich bin, Sie müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen. Ich wollte Ihnen jetzt nicht das Wort entziehen, aber die Minute, die Sie jetzt drüber waren, Frau Kollegin, die haben Sie ja mit der Herzfrage in der AfD-Fraktion verbracht. Ja, eigentlich ist das nicht okay. Also wenn die Fraktion AfD eine Kurzintervention möchte, bin ich dazu bereit. Aber ansonsten würde ich die Aussprache schließen. Ja, aber wenn er es möchte, ich lasse das jetzt zu, dann hören wir uns das jetzt an. Das ist schön. Kommen wir mal zu den Fakten. Es sind nämlich überall die gleichen Fakten. Fangen Sie doch an, bei den Pflegekräften wie in vielen anderen Berufen erstmal die Bürokratie zu entlasten, dass heute teilweise ein Drittel der Arbeitszeit auch bei Ärzten damit draufgeht, entsprechende Unterlagen und entsprechende Formulare und andere Dinge auszufüllen. Dann würden Sie den ersten Schritt machen. Und Ihre Krokodils, denn auch von den Linken, Sie sitzen ja auch im Finanzausschuss bei mir, die sind auch hier fehl am Platze. Wenn Sie denn diese Prämie oder die Gehaltserhöhung auch durchgeben würden, dann würden Sie nach OECD-Studie für viele Einkommensklassen mal eben 50% dessen, was sie generös geben, mal wieder wegsteuern. Die Menschen verdienen nicht zu wenig in Deutschland. Sie kriegen zu wenig ausgezahlt, weil dieser gierige Steuerstaat, das Geld den Menschen vor der Nase enthält und wegnimmt, indem 50% weggesteuert und mit Abgaben weggebracht werden für irrsinnige Projekte. Da werde ich auch gleich drauf eingehen. Und das wäre vielleicht der Punkt. Und wenn Sie hier an das Herz vieler appellieren, dann finde ich es eine Unverschämtheit. Viele meiner Kollegen haben Herz, setzen sich sozial ein, spenden, wie ich es zum Beispiel bei mir auch tue, damit Desinfektionsmittel zur Verfügung steht. Also das finde ich, gelinde gesagt, eine Unverschämtheit an dieser Stelle. Da wehre ich mich auch gegen. Kai Gottschalk von der AfD-Fraktion hier mit der Kurzintervention. Sie haben das Recht darauf zu antworten, auch wenn sich das wenig auf Ihren Redebeitrag bezog. Aber Sie haben das Recht darauf zu antworten. Sehr geehrter Kollege, ich habe Menschenkenntnis. Und das ist das, was ich hier vorhin zum Ausdruck gebracht habe. Und deswegen war es mir ein Anliegen, das anzusprechen. Und es gibt verschiedenste Programme zur Reduzierung der Dokumentation. Eins davon nennt sich Redodoc in Bayern. Das wird angewandt. Das funktioniert hervorragend. Natürlich ist da Luft nach oben. Es ist aber möglich. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ich hätte einfach gerne von der AfD gewusst, sind Sie jetzt für einen Pflegebonus und einen Zuschlag oder sind Sie es nicht? Ich konnte es nicht erkennen aus der Rede des Kollegen Sichert. Und deswegen bin ich darauf eingegangen, weil ich nämlich keine Antwort darauf bekommen habe. Und das war aber heute das Thema.